Hallo und herzlich willkommen zum Wort des Tages. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Doch wenn ich durch diese Welt laufe, dann bin ich oft sprachlos, verzweifelt, kraft- und mutlos. Dann denke ich, wann hört endlich dieser schlechte Film mal auf? Ich frage mich, wann dürfen meine Kinder wieder einen normalen Alltag erleben? Sich unbekümmert mit Freunden treffen, mit Kontakt Fußball spielen, ihre Großeltern in den Arm nehmen. Erzieherinnen haben mir erzählt, dass es total schwierig ist oder sie gar keine Lösung haben, einen Dreijährigen zu trösten, wenn sie ihn gar nicht in den Arm nehmen können. Ich habe von Lehrern gehört, die sehr verzweifelt um ihre Schüler sind, wo es auch kaum Perspektive gibt. Ich gehe durch diese Stadt und sehe Kinder, die ich kenne, in ihren Wohnungen sitzen. Ihre Augen sind unglaublich traurig. Am liebsten würde ich sie mit rausnehmen, in den Wald zum Eis essen, irgendwas spielen. Aber es ist nicht möglich. Neulich rief jemand aus dem Krankenhaus an. Eine Operation, eine ganz wichtige Operation stand an. Er durfte noch mal jemanden anrufen. Er war sehr schwach, sehr hilflos, er wollte Trost. Und erst als ich am Nachmittag zur Ruhe kam, habe ich gemerkt, wie unreal das war. Eigentlich wäre ich hingefahren, hätte ihn besucht, hätte ihm auf die Schulter geklopft. So war es nur am Telefon möglich. Was kann Trost spenden in dieser Zeit? Wo können wir das erleben? In jeder E-Mail oder in fast jeder E-Mail, in fast jedem Telefonat höre ich das. Da bangt jemand um seinen Arbeitsplatz, da kann jemand keine Pflege mehr leisten und viele Dinge mehr. Jeder von uns könnte die Sachen weiter ergänzen. Viele von uns haben Angst. Wahrscheinlich fühlen sich manche auch wirklich von Gott verlassen. Wieder andere sind ihm vielleicht nahe, aber das Verlassensein ist vielleicht auch da. Wir Menschen sind voller Emotionen. Vor allem in Situationen, die uns nicht gewohnt sind. Nimm dir heute vielleicht mal Zeit und lies Psalm 22. Er beginnt mit den Worten: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kommt dir das bekannt vor? Es gibt verschiedene Auslegungen dazu. Aber Jesus hat diese Worte am Kreuz gesagt. Er hing dort nackt, hilflos ausgeliefert. Menschen haben sich über ihn lustig gemacht. Und dann sagt er das: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er versteckte zu diesem Augenblick nicht seine Gefühle. Und David hat diesen Psalm 22 geschrieben. Er fühlte sich ebenfalls von Gott verlassen. Er war verzweifelt. Warum und wieso? Keine Ahnung. Er war auf jeden Fall körperlich und nervlich fertig, am Ende. Und dann nimmt er diesen Mut zusammen. Und spricht zu Gott. Er jammert, er stellt Fragen, er klagt an. Und indem er diese Worte spricht, verändert sich etwas. Aus dem Pessimisten spricht plötzlich Hoffnung. Wir wissen nicht, wie lange er an diesem Psalm geschrieben hat oder wie lange er das gebetet hat, aber irgendwann fängt es an. Und er vertraut Gott neu. Am Ende und zum Schluss dieses Psalm heißt es: Gott ist treu und auf seine Hilfe ist Verlass. David, Jesus, sie stand zu ihren Gefühlen. David sprach und klagte an. Er nahm seinen Mut zusammen und jetzt wird ihm neuen Mut geschenkt. Wenn alles bescheiden läuft, dann kannst du nicht sagen, oh, ich bin jetzt einfach mal so gut drauf. Aber du kannst vielleicht diesen Psalm einstimmen, dich mitnehmen lassen. Du kannst hingehen und sagen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und darauf hoffen, dass Gott eine Veränderung schenkt. Dass er dir Mut und Kraft gibt, dass er dir doppelten Boden unter den Füßen bereitet. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das erleben, in all der Schwere, in all den Schwierigkeiten, dass Sie merken, Gott ist treu und beständig da. Seien Sie behütet.